Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es mit dem Abbad, Dr. Kors Riebau. Hallo, guten Tag. In Arbeitskleidung, wie sich das gehört hier bei 30 Grad. Also erstmal derjenige, der sich fragt, warum ging es hier noch nicht mit Sitzkonsolen und Pedalerie weiter. Wir haben uns überlegt, ich habe mir überlegt, das schweiße ich wirklich final, weil das Schweißen ist immer das, was am Ende am schnellsten geht. Es nachher wieder rauszuflexen, dauert extrem lange. Deswegen habe ich gesagt, die letzten Nähte ziehen wir dann, wenn wir soweit sind. Jetzt ist alles soweit ready, dass es zum Lackierer geht. Dann setze ich mich dahin und mache die Nähte dran. Weil wer weiß, nachher gibt es irgendwelche Probleme mit Lenksäule. Wir müssen irgendwas verschieben. Und wenn das da einmal drin verschweißt ist, 8 mm Stahl wieder rauskriegen wir die Hölle. Ne? Deswegen, da kannst du den Boden rausschneiden wahrscheinlich dann. Deswegen, ja, lassen wir das erstmal. So, heute geht es um Thema Hebeanlage. Wirklich ein extremes Teil, was wir seit Jahren gerne mal verbauen wollen. Phil hat mir das noch einmal passend gedreht, weil ich habe gesehen, Hebeanlagen von anderen Herstellern haben hier immer noch mal eine Zentrierung drin. Dieses Rohr ist deutlich größer als der Stempel. Und damit das Ganze nämlich am Ende nicht klappert, hat man hier die Zentrierung drin. So. Das heißt, jetzt kommt hier nochmal der andere Ring drauf. So, und anschließend kann man das Ganze nämlich im Auto ganz einfach dann einstellen. Auf die Höhe, die man es haben will. So, zack. Ist auch fast eins. So, und das Ganze guckt dann nämlich so aus dem Mutterboden raus. Das heißt, man kann das später einstellen, wie weit der hier rausguckt, dass der genau bündig mit dem Carbon ist. Dass wenn man dann, der muss auch genau bündig sein, weil diese, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sogar leicht rausgucken muss, weil die Aufnahmen, die es dafür gibt, die man dann runterstellt, wo das Auto sich dann drauf absetzt, die greifen hier natürlich minimal drauf. Das heißt, da muss natürlich ein bisschen Platz sein. Lange Rede, was machen wir heute? Wir wollen heute diese Stempel einsetzen. Ich hole nochmal einen hier. Jetzt haben wir ja schon geklärt, dass normalerweise man kann 3 Stempel oder 4 Stempel machen. Selbst mit 3 Stempeln ist das Ganze schon kippfrei. Ein so ein Stempel arbeitet mit bis zu 40 Bar. Und bei 40 Bar kann so ein Stempel, ich glaube tatsächlich 700 Kilo geben, nehme ich da. Boah. Also ist schon viel, weil das sind 60er Stempel, die können schon ein bisschen was, oder 500, egal, auf jeden Fall Fakt ist. Reichen ja zwei eigentlich. Ich habe ausgerechnet, leider, am allerliebsten hätte ich dieses System, gerade auch nach dem Unfall am Nürburgring, wo mal so eine Flasche hochgegangen war, mit Niederdruck. Niederdruck heißt das, was der normale Kompressor macht, bis 10, 12 Bar. Selbst wenn wir 4 Stempel reinmachen, reichen aber nicht 10, 12 Bar, um mit, also es würde ohne Fahrer wahrscheinlich gehen, mit einer Person drin oder mit 2 Personen drin wird es nicht mehr reichen. Das heißt, wir müssen eh mit Hochdruck arbeiten. Hochdruck heißt jetzt nicht unbedingt 40 Bar, sondern nur so viel, wie man braucht. Aber dann habe ich auch gesagt, dann können wir uns auch das Gewicht sparen. Machen nur 3 Stempel, vorne 2, einen hinten in die Mitte und fertig. So, jetzt muss man sich natürlich schon ein bisschen überlegen, wo positionieren wir diese Stempel. Weil es muss natürlich schon eigentlich ein bisschen zum Fahrzeuggewicht passen. Hinten ist das Problem, da ist der Tank. Also man kommt ja nirgendwo hin, außer man setzt ihn dann hinten hinter die Mulde, relativ weit hinten. In die Stoßstange. So, da ist aber, wenn man bei den TCR-Golfs guckt, man kann sich perfekt im Rennsport das mal abgucken, die sitzen eigentlich alle immer einer hier hinten in der Mitte. Je nachdem, wo der Auspuff lang geht, teilweise sitzen sie hier. Ach, TCR hat auch nur 3? Ja, die Frontantriebautos haben eigentlich alle 3 immer, weil es eigentlich gewichtstechnisch immer reicht. Ne? Und theoretisch gesehen, je weiter wir von den Rädern zur Mitte kommen, je mehr Kraft kriegen, also je mehr Gewicht kriegen sie logischerweise auch am Ende. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt, ich hoffe, das Auto hat ja am Ende nicht 2/3, 1/3 Gewichtsverteilung. Das wäre in Anführungsstrichen, nee, also ich will ja eher mit dem Gewicht fast, dass wir bei 50-50 sind. Selbst wenn der eine Stempel dann hinten halt ein bisschen mehr heben muss, dann wird der tendenziell ein bisschen länger brauchen. Also es kann dann passieren, dass das Auto erst vorne hochgeht und dann hinten hochgeht. Was aber die bessere Variante ist, als ist halt erst hinten hoch, weil dann hat man immer das Problem, dass die Lippe auf dem Boden schleift. Das haben die Porsche nämlich ganz gerne. Die haben hinten 2 Stempel, vorne 1 Stempel. Das heißt, hinten so, die haben vorne in der Mitte in der Mulde an. Das heißt, und da ist das Problem, wenn der Porsche auf einmal so steht, dann kratzt immer die Lippe auf dem Boden. So, das heißt, ja, bei uns ist jetzt leider so, ich habe mir bestmöglich Gedanken darum gemacht, zu gucken, wie, wo, was. Und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, wir können nur einen da einsetzen. Weil diesen Stempel, den kriegen wir gar nicht weiter nach hinten als so. Weil dahinter kommt dann direkt der Tank. Das heißt, wir müssten dann wiederum hinter den Tank und dann sind wir wieder hinter den Rädern. Die Mulde ist nicht sonderlich stabil. Da haben wir ja gerade festgestellt, die 3 mm Blech, die wir jetzt eingeschweißt haben, die sind mehr als stabil. Ja, das heißt, ich würde jetzt auch da die Stelle nehmen. Ich denke, das passt schon ganz gut. Das ist, wir können ja mal einmal spaßeshalber messen. Guck mal, wenn wir hier Radmitte nehmen, Radmitte, dann sind wir ja ziemlich genau bei 60. Wo der Stempel sitzt. Das heißt, wenn wir jetzt hier
Radmitte auf 60 gehen wollen, kommt man niemals hin, weil der vordere Stempel wird eher irgendwo da sitzen, heißt eher bei 40. Was ja aber gut ist. Tja. So, das heißt... Der Hebel ist kürzer. Gut, mehr Gewicht ist drauf, aber... Hier ist mehr Gewicht drauf vorne. Ja, wir haben auch zwei. Also es ist eh schon mal mehr Gewicht drauf. Und der Hebel ist kürzer. Ich glaube, das passt, glaube ich, schon ganz gut. Weil, wie gesagt, andere Variante ist halt wirklich nur hier. Hammerhart. Weißt du? Guck mal. Wir könnten sonst halt nur hier hingehen. Ach, da ist ja auch Wassermetertank. So, hier haben wir gerade so schön einen Wassermetertank gebaut. Das heißt, die andere Variante ist, man kann halt nur hier durchgehen. Würde auch gehen. Mhm. So, dann hängst du da so halb im Diffusor drin, bist dann aber auf der Hinterachse. Das heißt, mit Pech wird es so sein, dass das Auto dann hinten so leicht ist, dass er sofort, sobald du Druck darauf machst, bing, das Auto noch rumschießt. Weißt du, und er die Vorderachse gar nicht schafft. Deswegen glaube ich. Na, ich glaube, das ist gut so. Ich glaube auch. Plus, du weißt ja, die Simulde kann gar nichts. Das heißt, bis wir das so stabil haben, dass das wieder. Ja, dann machst du ein paar Bleche rein, ja. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes: Wir bohren da ein Loch und wir bohren hier vorne zwei Löcher. Hier vorne musste ich allerdings noch mal eine Sache checken: Der Stempel kann ja nur vor den Käfig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in den Innenradlauf kommen. So, weil wir müssen ja vor dem Käfig auf jeden Fall bleiben. Das heißt, wir werden irgendwo hier so durchbohren. Und jetzt habe ich gerade mal einmal geguckt, dass wir nicht am Ende eine neue Baustelle haben, weil wir keinen Platz hier mit dem Rad haben, weil das Rad dahin federt. Da ist aber das Gute, nachlaufbedingt will ich mit dem Rad ja nach vorne und nicht nach hinten. Ich will ja einen großen Radstand haben und bedingt dadurch, dass wir, das ist unser Rad, in dem Moment, wenn wir jetzt einlenken, kommt das Rad an der Stelle immer enger, aber hier kippt es ja weg und hier ist ja Platz. Und der Stempel wandert so weit nach innen, dass wir eher hier so sind. Und da es ja, wie ihr schon selber an dem Radhaus seht, wenn hier das Rad schleift, habt ihr ein ganz anderes Problem, weil dann schleift es da schon lange. Weil das Rad steht ja so da drin. Also das heißt, wenn es hier schleifen würde, dann hätte man da automatisch ein bisschen Platz. Ja, das heißt, da zwei hin, da ein hin, dann sind wir gewichtstechnisch am Ende irgendwo bei... Warte, wir wiegen es doch mal. Wir wiegen ja alles. Das heißt, die müssen wir auch einmal wiegen. Ich habe doch hier gerade irgendwo noch eine Waage gesehen, ne? Oh, sieben. Mit ein bisschen Firlefanz, ein paar Leitungen, einem Anschluss und so weiter. Müssen wir uns auch noch überlegen, wo wir diesen geilen Druckluftanschluss an den machen. Ja, an der Tankdecke ist ja noch... Ja, der Tankdecke ist noch in Betrieb. Also da wäre es perfekt, aber... Das Geile wäre... Du schiebst dieses Arbeit-Logo zur Seite und steckst dann da. Ja, in der Klappe würde tatsächlich auch gehen. Also, da würde man am einfachsten rankommen. Weil, weißt du, da könnte man einfach das hinter machen. Ja, nee, das müsste, wenn dann fest im Auto stehen. Ja, aber dann gehst du durchs Heckblech und so weiter. Ja, stimmt, das ist jetzt ganz schlimm bei dem Auto. Wenn wir jetzt noch ein Loch ins Heckblech bohren, das geht gar nicht. Kein TÜV mehr dann. Ja, aber in Summe reden wir von 7,5, 8 Kilo. Klar, ist ein bisschen was. Praktisch sind sie perfekt im Auto verteilt. Das heißt, sie bringen den Schwerpunkt in der Mitte und nach unten. Kann man sich auch schön reden. Und der Nutzen davon wird halt krank sein alleine, weil es einfach, egal ob auf einer Messe, egal ob auf einem Event, Heizdecken, Getriebe warm laufen lassen, alleine dafür ist ja Gold wert. Also würde es gar nicht gehen, dass man ins Auto einen Kompressor baut, weil der es gar nicht schafft. Ich dachte immer, man kann die auch standalone betreiben quasi. Nee, die Kompressor ist immer extern. Kompressor, also ja, da brauchst du aber einen kleinen 12 Volt Kompressor, der mehr als 10 Bar schafft. Der kostet mehr als die Hebeanlage wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Also, weißt du, also der zieht dann 30 Ampere. Oder? Also, wahrscheinlich könntest du es ändern, aber ich bin an einer Lösung dran, weil du nimmst natürlich eine große Flasche mit viel Druck und kannst es dann 50, 60, 80 Mal betreiben. Die Frage ist, nehmen wir eine kleine Flasche, wie man sie zum Beispiel beim Paintball-Spielen hat, wenn das in dem Moment für 3, 4 Mal reicht zum Heben, wäre das ja ein Anfang. Also wenn Kimi bald die Sodastream-Flasche fehlt zu Hause? So, zum Beispiel. So, irgendwie sowas in der Richtung und dann einfach für 2, 3 Mal. Wobei, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schutzmechanismus. Weil es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn das Ding mehr Wert der Fahrt hochgeht. Weißt du? Ja, ja, klar, bei so viel Druck schon. So, also nicht die Flasche. Aber das die heißt, mit 5, 6 Bar machen die gar nichts. Mal vor, du kommst über eine Kuppe und die Hebeanlage geht auf. Halt, ne? Das wäre cool. Ziehst du zwei Furchen in Asphalt? Nee, ja, mit 5, 6 Bar werden die auf den Boden gehen, aber werden nicht im Ansatz das Auto heben. Also ein Abflug wird es trotzdem sein, weil in dem Moment schaffen die ja schon 100 Kilo zu drücken. Also uns glaube ich schon, dass sie mit 2, 3 Bar hochheben. Das glaube ich schon. Weil es halt 60 mm Fläche sind. Aber ja. Was hast du dir überlegt? Wie wollen wir hier reinbohren? Ja. Ja gut, hier hinten ist ja noch ziemlich einfach. Hast du so eine schöne Bohrkrone besorgt hier? Gucken, wie die gleich aussieht. Die richtig Bosch professionell mäßig. Ja, die ist ja.
Amazon. Sieht wird jetzt hier. Tatsächlich teuer aus, hat glaube ich 20 Euro gekostet. Ich glaub, so ja, aber allein der Mechanismus hat davon 19 gekostet, glaube ich. Das war ja, fand ich auch krass. Ich hätte jetzt 50 geschätzt. Nee, war wirklich. Ich würde jetzt hier eine Mutter anschweißen, als Zentrierung für die Krone. Also jeder, der noch nie mit einer Bockkrone gearbeitet hat, das Ganze zentriert sich über den Bohrer in der Mitte. Das geht natürlich geil bei Holz oder geil würde es auch gehen, wenn wir jetzt hier durchgehen. Wenn du natürlich in der Mitte nichts hast, zentriert sich natürlich auch nichts. Durch die Stufe hier wird das, denke ich, schwer. Und da vorne wird es eine Aufgabe, das werden wir fräsen müssen. Ist schon qualitativ eigentlich ziemlich geil, finde ich. Für 20 Euro kann ich kaum glauben. Dafür, dass die hier nur drauf gedreht ist eigentlich auch, ne? Weil das halt so verkrimmt ist, ne? Kann, aber das werden wir gleich sehen, ne? Du hast vorher selber zwei besorgt. Nee, hättest du mal drei besorgt? Für jedes Loch? Ich hab drei. Für jedes Loch ein. Du wirst lachen, ich hab sogar tatsächlich drei mit, weil es ist die Hölle, wenn das Ding dann einfach mal diese Zähne durch unser stabiles 3mm Blech, was wir gerade eingeschweißt haben. Ne? Ja, müssen wir ein bisschen langsam mit der Öl vielleicht, dann wird das schon gehen. So, also aber hier. Ist es denn immerhin hier für Dings hier B-Gedöns? Ja, ist schon für Metall. Ja. Also so vorsichtig da durch, weil optimalerweise ist es natürlich durchbohren, Loch durchschieben, Rohr durchschieben. Ein bisschen ein Winkelmesser ran, gucken, dass es gerade steht, Abfall. Das wäre natürlich das Coolste, ja. Einfachste. Da zumindest hier so ein bisschen anzeichnen, dass man diesen Teil erstmal ausspart, dass man dann mit der Bohrkrone vielleicht immerhin an der Stelle gerade bohren kann. Weil hier werden definitiv mehrere Bleche sein. Ja. Hier wird nicht nur ein Blech sein, sondern das werden da ein paar Bleche mehr sein. Naja, und du hast ja gerade schon prophezeit, dass es nicht weit durchgucken wird. Also eigentlich müssten wir es, man darf hier gar nicht so viel kaputt machen, weil da werden wir nie wieder landen mit dem Rohr, weißt du? Ja. Also eigentlich müsste man sich von unten durcharbeiten irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, hier geht es tatsächlich. Da muss es eh auf. Nee, weil ja. Hier eh eine Rundung ist. Also weißt du, es geht ja dann bis hier weg. Ja, aber nicht, dass man die dann nur wegdengelt. Weißt du, dass wir das Blech hier öffnen, sag ich mal, mit der Flex und dengeln das einfach erstmal nur nach hinten, also Richtung Rad. Kann man auch machen. Weil richtig kacke ist halt, wenn wir jetzt hier so ein Echoloch rein und das wird ferkeln. Ja, und dann steht ja. Da gar nicht dein Rohr. Wir fangen erstmal damit an und dann arbeiten wir uns wieder. Das ist Motorsport! Freut sich der Lacker, wenn er alles entfetten darf. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die Bockrohre so durchgeht. Ja. Grüße gehen raus an Bosch. Ja, also so schlecht ist er gar nicht. Bei 3 mm, ne, ist ja schon ein bisschen. Ja. Mit einem leeren Akkuschrauber ging das da tatsächlich. Also gut, das ist das, den laden wir gleich mal auf. Hätte schlechter laufen können. Ja. Ah, geil. Okay, hier mal. Ich guck mal von unten. Nee, ein bisschen hoch. Hoch, hoch. Nee, kann auch weiter runter. Noch ein bisschen. Passt zum Ausprobieren auch gut. Sieht sogar ehrlich gesagt, weil er nicht so weit rausguckt, ganz geil aus. Ja. Wenn da schöne Leitung angeht, so. Ich finde es auch. Ich hätte es am Golf auch gern gehabt. So, und auch irgendwie so mit den. Ich habe mir erst überlegt, eigentlich mit den Löchern irgendwie kacke, aber irgendwie sieht es auch wieder technisch aus. Ja. Bisschen so drehen, dass man da was zum Schweißen hat. Aber es sieht ganz gut aus. Lack ab. Na gut, einsetzen würde ich sie ganz zum Schluss erst, oder? Also lassen wir jetzt erstmal so, ne? Naja. Ja, ich würde die dann alle das ausrichten. Also natürlich richten wir sie eher zu hoch als zu tief aus, ne? Wobei wir können ja zum Boden messen. Das Auto steht ja gerade eigentlich, ne? Aber nicht der Unterboden. Also der Unterboden hat leider schon einen Winkel. Aber ich sehe ganz genau, wo der Unterboden dran ist. Also weißt du, ich kann an meine Schraubpunkte eine Latte legen. Mhm. So, und. Ja, aber guck mal, wir haben ja an den Stempel haben wir in Summe. Na ja, gut, ist schon viel. Weißt du, das heißt, es macht jetzt ja auch keinen Sinn. Irgendwann baue ich mal einen anderen Unterboden, bekommen wir ein bisschen höher oder tiefer oder wie auch immer. Ne? Naja. Das heißt, ich würde den Stempel jetzt gerade ja eh fast auf die Hälfte stellen. Sagen wir so. So, ja schon, dass der unten rauskommt. Dann kann ich ihn immer noch. So, ne? Weißt du, also haben wir schon Luft. Mich würde eher interessieren, wenn du jetzt mit dem Winkelmesser da gerade drauf gehst. Also unsere Referenz jetzt gerade hat eh schon mal 1 Grad. Das wird man aber hingeschoben kriegen, wenn er jetzt... Ja, klar. Hier, ich wollte mal gucken. Das ist schon. 1,6, bisschen rüber noch, ja. Also auf 1 Grad musst du auch erstmal bohren, ne? Weißt du, also... Das war Glück jetzt. Gucken wir mal so. Das war rein. Was sagt er da gerade? 1,5, 0,3, 0,2, also wenn dann muss es... Ja, so? 2,7.
Oder an, jetzt zeigt er jetzt Minus. Ne, warte mal, welche Richtung muss man irgendwie? Oben ist ein Pfeil. Achso, da habe ich eben nicht drauf geachtet. Stell den mal rüber. Oben ist ein Pfeil. Was sagt er? Nach unten auf die 1 zeigt er jetzt. Ja, genau, und hier zeigt er jetzt logischerweise nach oben, weil es genau andersrum ist. Okay, ja, dann war es doch richtig. Du musst. Jetzt muss nach. Ja, auch innerhalb von einem Grad minimal weiter nach da. Also wenn wir den. Da würde ich aber fast das Blech ein bisschen dengeln vom Auto, weißt du? Oder willst du das wegschleifen? Naja, also wenn wir nur diesen leichten Grat wegschleifen, der jetzt. Ach so, ja, oder so. Vom hier an der Kante ist, ne? Und da ein bisschen, weißt du? Ja. Wenn man da ein bisschen mit dem Schleifer durchgeht, passt das schon. Also das passt schon erstaunlich gut, ehrlich gesagt. So. Ganz geil, die Dinger eigentlich. Auch immer so ein Apple und Night. Ja, aber auch so hätte ich beim Bau so. Ganz gut. Weil du so viel Stahl verbaut hast? Nee, das, ja, Stahlträger haben wir ja sogar. Aber bei allem, keine Ahnung, auch kannst du ja an Holz ranhalten oder so. Aber ja, schon cool. Und richtig spannend wird es halt nur, wenn du halt gleich einfach zwei hast. Ja, gut, also gerade haben wir noch nie gebaut. So, dann kann man ja wirklich relativ. Wobei du jetzt ja zum Boden, oder ist was für eine Referenz nimmt er jetzt? Du weißt, nee. Achso, du hast das Auto jetzt gerade als Referenz genommen. Genau, ja, ich habe jetzt einfach nur das Auto genommen. Du könntest es jetzt auf den Boden legen. Wobei dann der Boden ziemlich gerade ist, oder? Kann ich gar nicht glauben. 0,6. Gibt's ja, sogar. Aber selbst die 06 kann er ja nicht so richtig messen, sondern selbst die nimmt er ja nur so als Referenz irgendwo her. Ne? Also du könntest es jetzt auch nullen zum Boden. Ah. Und dann baust du es quasi parallel zum Boden. Er macht wahrscheinlich Richtung Äquator hier. Oder so, ne? Das ist dafür vollkommen egal. Ist ja eigentlich nur wichtig, dass er parallel quasi. Ja, genau. Wenn das 1,5 hat, dann muss das auch, genau. Ja. So, okay. Das war ja schon mal erstmal easy und überschaubar. Ich habe hier schon mal so ein bisschen Platz gemacht. Und bin eigentlich der Meinung, wenn wir jetzt hier gleich angrenzend durchbohren, ja, mit Tendenz zu darüber, dann passt das schon. Ich würde das da einmal vorbohren. Dadurch. Ja, da ist ja der Vorteil, zum Schleifen was noch ein bisschen auf, ne? Ja, ja, also man wird es eh hier so ein bisschen drumherum wieder verschweißen müssen, ne? Und wir eh wieder zumachen und ein bisschen anschweißen so. Also genau, wird man es eh nicht hinkriegen. Aber das ist einfach. Also da ist jetzt das Rad zu sehen, wenn du da durchguckst, oder was? Ja. Also, okay. Hier sehe ich das Rad jetzt. Wird ein Atömchen weiter nach hier gehen. Ja, na, jetzt ist natürlich die Sache. Ich weiß nicht, was mit dem Akku jetzt geht hier. Ich dengel das jetzt mit Absicht erstmal zu weit, weil randengeln vom Rad seitlich aus können wir das immer wieder. Dass wir gleich eher entspannt durchbohren können. MT. Echt? Meinst du nicht, dass ein bisschen geht noch? Was sagst du? Meinst du nicht, dass ein bisschen geht noch? Ein paar Sekunden später. Also wenn du von hier so guckst, würdest du denken, Alter, wo steht der denn? Weil er steht schon so mitten im. Aber er muss ja noch ein bisschen nach hinten, ne? Also jetzt ist er ein bisschen schief. Ja, genau. Aber passt schon. Also, oben eindengeln ein bisschen mal, und dann geht er unten nach hinten. Wie platziert ist. Noch das mehr. Erste Auto, was auf der ersten Motorshow kein Podest braucht. Ja. Nummer 2 sitzt auch erstaunlich flach drin. Dann müssen wir hier am Ende natürlich noch mal gucken mit den Überwurfmuttern. Also da werden wir hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen Platz machen müssen oben. Aber das war eigentlich ehrlich gesagt auch relativ easy und überschaubar. Jetzt Nummer 3 und dann wird geschweißt. Guck mal aber, dass du versuchst, möglichst gerade zu bohren. Ne? Eher nochmal flexen wieder. Später. Zwei Stempel sind drin, ging deutlich besser als gedacht.
Ich kann euch nicht sagen, warum wir uns immer den wärmsten Tag pro Jahr gefühlt aussuchen, um diese Karosseriearbeiten zu machen. Ich schwitze schon wieder des Todes. Ich weiß es auch nicht. Gefühlt, wenn ich das Schweißgerät anmache, sind 32 Grad. Ne? So, ich wollte euch nur noch mal einen Tipp mit auf den Weg geben, wie wir das Ganze jetzt gemacht haben. Ich habe auf einer großen Platte auf dem Boden mir die beiden Winkelanzeigen genullt, habe mir einen Pfeil drauf gemacht, dass ich weiß, in welche Richtung sie zeigen. Und wenn man jetzt mit ein paar Punkten das Rohr so langsam einigermaßen fest hat, dann würde ich definitiv immer noch mal gegengucken, dass es passt. Alter! Also wenn ich das gerade im Video sehen würde, würde ich es auch nicht glauben, dass wirklich einmal am Rohrbiegen genau gepasst hat. Sehen wir zur Sicherheit nochmal den hier. Der wird sich jetzt logischerweise ein bisschen verstellt haben. Okay, krass. Ja, genau so lassen wir es. Amazon 15 Euro, kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt schweißen wir das Ganze nur noch durch. Anschließend kommen da natürlich noch ein paar Knotenbleche rein. Heißt, weiß ich nicht, hier so vielleicht irgendwie ein Dreiecksblech. Das Ganze würde ich aber ehrlich gesagt dann machen, wenn ich das Auto auf der Bühne habe. Also das Auto muss ich dann einmal hochheben, dass ich von unten vernünftig gucken kann. Weil wir werden das Ganze natürlich auch nach unten abstützen müssen. Ne? So, aber erstmal schweißen wir jetzt das da. Wichtig ist, lieber ein paar Punkte zu viel als zu wenig immer. Weil wenn sich das jetzt nochmal verzieht, haben wir natürlich gar nichts von. Ne? Da, wo am wenigsten Spalt ist, würde ich immer noch ein paar Punkte hinsetzen. Weil der Punkt verzieht definitiv nichts. So, jetzt lassen wir es wieder kurz abkühlen. Und bei sowas, es mag mit Sicherheit Schweißer geben. Die würden da jetzt richtig eine Naht langziehen. Ich persönlich würde es bei sowas niemals machen. Das heißt, ich schweiße lieber glühend Punkt an Punkt. Einfach deswegen, wenn ich hier einmal jetzt durchschweiße und in das Rohr komme, dann ist so richtig Baustelle, das da drin wieder zu verschleifen. Wegen der Tiefe da drin und so weiter. Das heißt, ich mache lieber richtig schön Punkt an Punkt an Punkt. Das sieht am Ende auch vollkommen ausreichend aus. Ne? Und wichtig ist halt, dass wir keinen Verzug drin haben und dass halt nichts durchbrennt. Ne? Weil das ist jetzt natürlich einfach das Wichtigste. Weil das Schlimmste wäre jetzt gleich durchgeschweißt, Rohr krumm und wieder rausflexen. Ne? Weil bis das Rohr da wieder rausgeht, das ist wirklich, das ist dann eine Lebensaufgabe. So, dann wollen wir mal. Warte mal, hier hinten können wir noch einen Punkt setzen. So, natürlich brennt das jetzt so schön, weil ist von der Innenseite natürlich Wachs unter Bodenschutz und so weiter. Es gibt auch zum Beispiel, es gibt verschiedene Betriebe, da ist übrigens verboten, ab so und so viel Uhr zu schweißen. Das sollte das Auto jetzt anfangen zu brennen. Das kann ja auch im Hohlraum jetzt gerade weiterkokeln. Man das auf jeden Fall mitbekommt, während wer da ist. Also da muss man immer aufpassen. So, aber, weißt du, wenn du jetzt hier so drauf filmst, sieht genauso geil aus wie eine durchgezogene Naht. Ich weiß, in manchen Bereichen ist es nicht erlaubt, so zu schweißen. Ich mache es aber immer so. Ich finde, das sieht schön aus. So, okay. Jetzt mache ich auf der anderen Seite weiter. Immer schön abwechselnd. Und dann lassen wir das Ganze abkühlen und dann geht's schon los mit der Probemontage. So, weil wenn man jetzt hier auf die Naht filmt, sieht genauso geil aus. Ist eine richtig schöne geschlossene Naht. Sie ist jetzt so dunkel, weil natürlich jede Menge Dreck an der Stelle ist. Den ganzen Dreck wegzukriegen, das ist der Vorteil, wenn man eine entlackte Karosse hat, dann ist da kein Dreck mehr. Aber ich kriege es so persönlich deutlich schöner geschweißt, deutlich kontrollierter geschweißt. Und das zählt für mich an solchen Stellen nur, ne? Weil ihr seht ja, ich will das, den Spalt hier zum Beispiel gleich zuschweißen. Diesen Spalt zuzuschweißen, ohne dass wir ins Rohr kommen mit dem Draht, ist halt wirklich beim Durchziehen eine Aufgabe. Ich mache das hier kreisrund langsam zu. Und dann kommen da die Patronen rein. Also, das wird jetzt gleich ein magischer Moment für mich, weil ich glaube, egal ob mit Marius, mit Wozni, wie lange wir schon über diese Hebeanlage philosophieren, weil es einfach nur geil ist. Anlage ist drin, wirklich ganz easy. Man steckt jetzt einfach nur den Stempel rein, kann wie ein Gewindefahrwerk die Höhe einstellen, dass es ungefähr passt, kann ihn jetzt unten raus, wie auch immer. Wir haben jetzt einfach mal, damit wir das ganze System testen können, der 6 PTFE-Leitung genommen, die können 80 bis 100 Bar, ist kein Problem. Zur Erinnerung, die Stempel können bei 40 Bar 700 Kilo. Mal 3, 2 Tonnen braucht man niemals, Auto ist viel, viel leichter. Ne? So, dann haben wir uns nebenan bei uns kurz einmal im Pimper-Shop bedient und haben da eine, was sind das, 2 Liter? 1,7 Liter? 1,7. 1,7 Liter Flasche genommen, die hat aber 300 Bar gerade. Ja. Kleine Waffe hier am Start. Mhm. So, jetzt müssen wir da halt irgendwie sowohl Druck drauf machen, als auch danach wieder den Druck ablassen können. Ja, ich glaube, bei 30, 40 Bar
kriegt man noch nicht mal sonst so eine Schnellkupplung auf. Deswegen als erstes Druckminderer auf ungefähr 35 Bar. Hier einmal einen Lüfter, Schnellkupplung und ein Sperrventil. Das heißt, als allererstes können wir jetzt erstmal logischerweise die Flasche anstecken und entlüften, ne? Junge. Alter. So, und jetzt muss ich zur Verteidigung sagen, das Ganze ging jetzt gerade nur so langsam, weil Andi ganz langsam den Hahn aufgedreht hat. Ne? Ja. Normalerweise ist es kluck und pff, das Ding fliegt nach oben. Ne? Aber schon geil, ne? Hey. Auf jeden Fall. Da steht jetzt der Stempel. Das Ganze müssen wir von unten jetzt natürlich noch ein bisschen verstärken und schick machen, aber ich wollte das System auf jeden Fall einmal testen. So, jetzt nehmen wir die einmal ab. Hier können wir noch einmal von hinten runterfüllen. Da sieht man auch den einen Stempel in der Mitte. Ja, cool. Musst du dann vorher mal irgendwas runterlegen oder kannst du einfach... Ich kann überall, das habe ich jetzt so gerade gemacht, weil ich wollte jetzt einfach die Höhe von dem Auto. Ja, nee, klar, aber du brauchst jetzt keine Füße oder sowas dafür. Nein, oder? Noch besser ist, wir werden uns entweder kaufen oder bauen Rollbretter. Ja. Das heißt, egal wo man ist, man hebt das Ding direkt auf Rollbretter hoch, dann kannst du das Auto komplett durch die Gegend schieben. Ja, das ist natürlich smart. So, die große Frage ist jetzt, die entscheidende Frage ist, wie oft können wir das Auto mit der Flasche hoch und runter fahren? So, weil man würde jetzt ja denken, kleine Flasche, das geht niemals. Kannst du schon ablesen, ob schon weniger Druck drauf ist? Ja, jetzt sind wir bei 3000 PSI. 3000 PSI statt 4,5, ne? 4,5. Wir haben jetzt zweimal hoch und runter gefahren, das heißt, man wird mit der Flasche schon so 5-6 Mal schaffen auf jeden Fall. Ja. Wir müssen auf einmal nochmal ihn auf jeden Fall, das Ganze müssen wir mal machen. Wir lassen ihn jetzt gleich einmal runterfallen. Finde ich, glaube ich, ziemlich geil. Mhm. Problem ist, meine Schnellkupplung, die sind luftdicht. Also die müssen wir jetzt einmal abschrauben. Sonst können wir hier nämlich nix Luft rauslassen. Ja, die Krake sieht auf jeden Fall wild aus. Ja, ja, das kommt dann am Ende alles geil. Ich bin mir ja noch nicht sicher, ob ich eine Flasche in den Innenraum mache. Dann kann ich halt ein paar Mal immer machen. Oder einfach geile Leitung hier durch. Wie auch immer. Pass auf, Nico, jetzt such dir mal eine geile Perspektive, wenn ich den hier gleich aufdrehe. Interessant wird es halt, wenn zum Beispiel der Boden nicht ganz gleichmäßig so ein Stempel mal in so eine kleine Kuhle reinfährt oder so. Deswegen werde ich da auf jeden Fall noch so ein paar Kippstützenbleche reinmachen. Deswegen machen wir das heute mal nur langsam. Pass auf, ich drehe mal nur ganz langsam auf. Alter. Aber schon geiles Airride, ne? Ready, Nico? Ja. Ist das geil. Also 1000 PSI Verlust in der Flasche. Aber das ist ja cool, dann reicht es ja eigentlich, locker zwei Flaschen mitzunehmen. Das war jetzt immer noch langsam aufgedreht. Ja. Also ich will nicht wissen, wenn du diese Lanze da... Der fliegt das Ding hier. Das ist, glaube ich, dann auch der Moment, wo man das noch mal ein bisschen verstärken muss. Also klar, wir reden hier immer noch von... Also das hier sind 3 mm und das ist hier eine Treppenstufe. Wo will man das noch verstärken? Also das bewegt sich kein Millimeter. Ne? Deswegen geil. So Leute, ja, ich bin happy, das ist geil, das kann jetzt so zum Lackierer. Die 7 Kilo ist es auf jeden Fall wert, alleine wie geil man jetzt einen Radwechsel machen kann. Mhm. Das Ganze mache ich natürlich alles von unten jetzt auf der Bühne nochmal schick, heißt nochmal alles richtig schön den Unterbodenschutz wegschleifen, von unten nochmal ein paar Nähte setzen, den Mitteltunnel wollen wir von unten auch nochmal schweißen, allerdings natürlich nicht auf der Bühne hier. Und dann geht es weiter, entweder mit Thema Käfig oder mit Thema Kabelbaum, würde ich vorschlagen. Ich hoffe, ihr findet das auch so geil wie ich, aber es ist einfach so ein Traumding, was man sich immer nicht traut, in eine Karosserie reinzuschweißen. Ja, stimmt. Ich find's genauso wie die Pedalerie einfach nur geil. Und irgendwie sieht es auch gleich irgendwie nach Racing aus. Und ja, tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.